für junge Ärztinnen verboten. Herr Dr. Friebe, wir haben uns doch schon verabschiedet. Heute endlich geliefert worden. Ich wollte dir nur so als Köder zeigen. Ich werde nicht anbeißen, aber schicke sie. Kehr doch um, Petra. Bleib bei uns in der Klinik. Schau, der Chef schätzt dich als Ärztin und als Mensch. Und in diesem stolzen Fahrzeug ist doch ein Platz für dich reserviert. Mm-mm. Also Petra, du bist einfach verrückt. Kannst Karriere machen, aber nein. Du willst dich in einem Kuhdorf begraben. Als Landärztin in Kürzlingen, JWD. Ach komm, ich hab dir doch 100-mal gesagt, warum. Erstens will ich aus dem Routinebetrieb der Klinik raus. Ins wirkliche Leben. Du willst nicht einseitig werden, keine Spezialistin. Dann gefällst du auf dem Land besser als in der Stadt. Na also, du weißt es ja. Aber ich verstehe es nicht, Petra. Kurt, es war reizend, dass du mich hier abgefangen hast, aber jetzt muss ich sausen. Ich habe heute schon meine erste Sprechstunde. Wiedersehen. Da kann ich dir nur noch viel Glück wünschen. Ich besuche dich mal. Abgemacht. Grüß die Kollegen. Na, mit denen habe ich gewettet, dass ich dich mitbringe. Aber naja, nach Kürzlingen. Das heißt, mein Perlen vor die Säue werfen. Ja, grüß dich Gott. Bist du zu meinem Empfang da? Ja. Das ist aber nett. Dankeschön. Bitte, kostet 2 Mark. Ach so. Ist zu teuer? Sagen wir 10 Pfennig. Ich dachte schon, du bist meinetwegen da. Ich muss doch Geld verdienen. Sagen wir 1 Mark. Danke. Bitte. Das gehört der Mami. Die ist doch krank. Und wenn der neue Doktor kommt, will er Geld. Du, der neue Doktor bin ich. Krampf, du bist doch eine Tante. Doktors sind Onkel. Pass mal auf. Euer alter Doktor, weiß der, der gestorben ist? Der Dr. Katz? Ja, der Dr. Katz. Das war ein Onkel. Aber es gibt auch Frauen, die Doktor sind. Ja, für die gut, schöne Gegend. Magst du mitfahren? Seesteinerin, grüß dich. Ah, grüß dich, du kommst mir gerade recht. Da, halt einmal. Ist er schon da? Na? Dann muss er jeden Moment kommen. Ach du, ein bisschen komisches Gefühl ist schon. 24 Jahre ist das Schild vom Dr. Katz über die Meinung gewesen und jetzt... Ja, die Zeiten ändern sich. Ja, hoffentlich ist er nicht der neue Herr. Ein bisschen Angst habe ich schon. Was du und Angst? Weil er neu ist, du Hirsch. So. Später gibt sich das. Ich werde mit euch Mannsbilder alle noch fertig. Kunststück, du hast ja die Hälfte von uns zur Welt gebracht. Bei manchen wäre es gut gewesen, ich hätte es drin gelassen. Was schaust denn da mich an? Das ist jedoch klar, dass ich als Erster mit ihm reden muss. Warum? Damit er gleich weiß, wie er dran ist. Oi weh. Ist vor mir schon jemand da? Nein, überhaupt niemand. Na, Gott sei Dank. Da! Lauter Neugierige. Ist er schon da? Nein, noch nicht. Aber oh, jetzt höre ich was. Als wenn ich ihn lang in der Rückdämmische bleiben kann. Das ist er ja gar nicht. Zu wem wollen Sie, Fräulein? Edge, das ist der neue Doktor. Das ist doch ein Witz. Wieso? Ich bin Dr. Petra Jensen. Das ist doch nicht möglich. Sie? Die schauen genauso dumm wie ich. Herzlich willkommen, Frau Doktor. Fräulein, bitte. Petra Jensen heiße ich. Sie ist da, die Sister. Was, Petra? Ich habe immer gelesen, Peter. Ja, ich habe doch alle Briefe ganz deutlich mit Petra unterschrieben. Manch einer lernt's lesen schwer. Manch einer nie. Ja, immerhin, hier bin ich. Guten Tag allerseits. Wenn Sie mich jetzt durchlassen, können wir in 5 Minuten mit der Sprechstunde anfangen. Na, macht's Platz. Steht sie da wie die Ölgötzen. Marsch, ins Wartezimmer. Und du hilfst mit Koffer reintragen. Geradeaus, erste Tür links ist das Sprechzimmer. Ich komm gleich. Dankeschön. Also, gehen wir's an. Komm. Scott. Also, dieser Geschichte muss ich auf den Grund gehen. Weil ich einen Mann bestellt habe. Das weiß ich ganz genau. Was steht's denn da und schaust du? Kommt's halt herein. Wir können doch die Sprechstunde auf der Straße holen. Aber Eiberts. Vor der kann ich mich doch nicht ausziehen. Also das eine weiß ich bestimmt, zu der gehe ich nie. Na, nie.
Eher noch zum Viech, Doktor. Oha. Unser Vertrag ist rechtsgültig. Ja, aber mit einem Mann namens Peter Jensen. Wir können doch nicht auf einmal einen Damendoktor haben. Was halten Sie denn von der Gleichberechtigung? Schon, aber doch nicht gleich so. Und überhaupt können Sie einen Haufen Doktorsachen gar nicht machen, als weibliche Person. Jung sind Sie auch noch. Herr Bürgermeister, Sie kennen meine Papiere. Ich habe das Staatsexamen, ich habe 2 Jahre Assistentenpraxis an der Poliklinik in München, ich habe... Da verstehen Sie mich denn nicht? Ich versichere Ihnen, es gibt nichts, was ich nicht genauso könnte wie ein männlicher Arzt. Da kann das Fräulein Doktor doch nichts dafür, wenn du nicht lesen kannst. Du bist ja nicht gefragt. Ich rede aber. Schließlich bin ich immer noch der Bürgermeister hier im Ort. Moment, bald sind Wahlen. Eben, darum sage ich, die Sache wird rückgängig gemacht. Und ich sag, sie bleibt. Das werden wir noch schon sehen. Allerdings werden wir das sehen. Moment mal, müsste ich da nicht auch ein bisschen gefragt werden? Hm. Was ist denn eigentlich hier los, Frau? Unser Tierarzt, der Dr. Rinner. Jensen? Freut mich, Kollege. Ganz meinerseits. Aber nix, Kollege. Ich bin von einer anderen Fakultät. Meine Fehler kommen in den Schlachthof und Ihre auf den Friedhof. Das ist ein feiner Unterschied. Was wollen Sie denn hier? Mit Ihnen reden. Sie müssen zum Augenarzt. Wieso? Wer nicht lesen kann, leidet an Sehstörungen, sagen die Leute. Und dann schauen Sie gefälligst, dass Sie die akademische Krankenschwester wieder loswerden. Also, hören Sie mal. Ich mein's nicht persönlich, Fräulein, aber ich habe prinzipiell was gegen junge Damen, die Doktor spielen. Dazu ist der Beruf zu ernst. Ich möchte nur wissen, wie Sie es angestellt haben, unseren Bürgermeister rumzudrehen. Das heißt, ich kann es mir schon denken. So, jetzt reicht's mir aber raus, ja, alle, jetzt ist hier Sprechstunde. Die Leute sitzen nämlich jetzt alle in meinem Wartezimmer, weil sie sich lieber vom Viehdoktor behandeln lassen, als von dem Star-Maniköre, das sie engagiert haben. Aber ich denke nicht daran, die Suppe auszulöffeln, die Sie sich eingebrockt haben. Ich schicke sie alle weiter. Ganz abgesehen davon, dass ich als Tierarzt gar keine Menschen behandeln kann und darf. Und ich mag auch nicht. Es wird nicht einfach, Fräulein Doktor. Aber wir werden schon schaffen. Miteinander. Ich tue für Sie, was ich kann. Danke. Hast du jetzt Zeit für meine Mami, Tante Doktor? Ja, ich glaube jetzt schon. Zipfhauserin! Zipfhauserin, hast du gehört? Unser Bürgermeister hat... Ich hab's gehört. Oh, Entschuldigung, Frau Bürgermeister. Mein Mann hat's auch schon gesehen. Jung und hübsch soll sie sein. Ist das nicht ein Skandal? Eine Frechheit ist das. Aber die wird noch was erleben. Wieso Skandal? Ich finde es jetzt gut, dass mal endlich ein moderner Zug kommt in dieses Nest. War doch die höchste Zeit. Freilich. Wenn es nach Ihnen ging, hätten wir hier schon längst ein Spielcasino. Jawohl. Bei den Modenschau. Ja, Sie sind ein rückständiger Mensch. Nein, Schreiner. Haben keinen Sinn für das Moderne. Nein, dafür haben wir ja Sie. Allerdings, wenn ihr mich nicht hättet. Ich habe dieses Industriewerk aus dem Nix aufgebaut. Grösels Pfannenfabrik. Das ist ein Markenbegriff. Überall in unseren Jauen. Ich weiß. Aber was hat es damit zu tun, dass heutzutage ein Doktor ein Fräulein sein muss? Zu der gehe ich nie. Na, bei Ihrem Ich jetzt. Und wenn es mich zerreißt, abwarten. Ich jedenfalls begrüße die Entwicklung. Passt mir großartig in meinen Plan. Und, Hübsch ist sie. Sagen Sie. Unverschämt. Hübsch. Prima. Was? Bitte noch mal tief atmen. Nochmal. Jetzt mal husten. Nochmal. Jetzt bitte nicht atmen. Hannal, gehst du ein bisschen raus? Ich muss mit der Mami reden. Hannel? Hochwürden? Ist Mutti daheim? Ja, aber die Tante Doktor ist gerade da. Die neue Ärztin, so? Und das da gehört wohl ihr, hm? Ja, bundig, gell? Oh, interessant, interessant. Ja. Oh, schön. Na. Für ein halbes Jahr muss ich weg. Ungefähr. Aber ich habe doch kein Geld.
das kann ich wahrscheinlich regeln. Darf ich das Handtuch benutzen? Es gibt Hilfsorganisationen für solche Fälle. Sie müssen in eine Klinik. Hier haben Sie keine Pflege und dann gefährden Sie auch das Kind. Was geschieht mit dem Kind? Ja, irgendwas werden wir schon finden. Wissen Sie was? Das Hannah kann doch bei mir wohnen. Wir haben so viel Platz. Ja? Ja. Na also. Und dann machen Sie sich keine Sorgen. Das alles sind heutzutage keine solchen Probleme mehr. Es wird schon wieder gut. Ja. Wer hub denn da? Das war ich, entschuldigen Sie. Dem Hochwürden gefällt deine Rakete. Ach so, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ja, ich auch. Darf ich jetzt wieder rein? Ja. Oh, und sei sehr lieb zur Mami. Ja, freilich. Die Frau Schreiner muss ins Sanatorium. Ach. Lunge, es scheint ein akuter Fall zu sein und es besteht wahrscheinlich Ansteckungsgefahr. Für die Kleine? Ja. Jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme sie inzwischen mal zu mir nach Hause. Dann sehe ich auch am ersten, wenn sie schon was hat. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Wir müssen dann noch besprechen, wie wir hier gemeinsam helfen können. Mhm. Fahren Sie bei mir vorbei? Ja. Wollen Sie mitfahren? Oh ja, ich möchte schon. Aber ich bin noch nie auf seinem Ding gesessen. Meinen Sie, es geht? Ja, sicher. Ja. So. Sieht das nicht etwas albern aus vor der Gemeinde? Warum sollen Sie nicht mit der Zeit gehen? Eben, das ist auch wieder wahr. Fertig? Also, riskieren wir's. Hola, Ria, hola, Rio. Hola, Ria, hola, Rio. Unser Herr Bürgermeister, der sonst alles kann, der kann nicht unterscheiden, eine Frau und ein Mann. Hola Ria, hola Rio, hola Ria, hola Rio. Na Doktor, haben Sie Sorgen mit den Kühen? Nein, mit den jungen Ochsen. Der Herr Doktor Rinner, der schaut grad die drei, der weibliche Doktor, der geht ihm nicht ein. Hola Ria, hola Rio, hola Ria, hola Rio. Wenn von uns keiner hingeht, dann ist bei der Ruhe, dann macht sie ihr Praxis von selbst wieder zu. Hola Ria, hola Rio, hola Ria, hola Rio. Sie sitzt in der Sprechstunde den ganzen Tag allein, dann wird's für ein Besuch in der Nacht dankbar sein. Also das war eine wahrhaft, wahrhaft sportliche Last. Und Sie meinen wirklich, die werden jetzt alle in das nächste Dorf zum Dortchen-Doktor gehen? Ja, ja, ich vermute. Ja, was ist da zu tun? Ich kann die Leute schließlich nicht zwingen, in meine Sprechstunde zu gehen. Ja, das nicht. Ich werde mich jetzt um die Kleine kümmern. Ja. Guten Abend, Hochwürden. Guten Abend, guten Abend. Schönen Dank auch. Wiedersehen. Zwingen nichts, aber überlisten. Dr. Jensen? Hier ist Dr. Binder. Ich bin der Arzt in Geisenbrunn, 10 Kilometer von Ihnen entfernt. Sagen's Kollegin, in meinem Wartezimmer, da wimmelt's auf einmal vor lauter Leuten aus Kürzlingen. Was ist denn bei Ihnen los? Eine Frau bin ich, das ist los. Wie bitte? Ja, die fahren lieber 10 Kilometer weiter, als dass sie zu mir kommen. Dabei kennen sie mich noch gar nicht. Es war nämlich noch keiner da. Die Hammelherde werden wir mal ordentlich reinlegen. Unter uns, Ihr Pfarrer hat mich aufmerksam gemacht. Jetzt setzen Sie sich gleich in Ihr Auto und kommen Sie rüber. Nein, nein, keine Widerrede. Das dritte Haus rechts im Ort. Steigen Sie durchs Fenster. Ich stelle Ihnen einen Hocker davor. Die wird schauen, wenn keiner kommt. Lang hält sie das nicht aus. Das glaube ich auch. Der Nächste. Das bin ich. Grüß Gott, Herr Doktor. Wissen Sie, ich spüre es immer so im Kreuz. Ich bin Schreiner und muss viel stehen bei der Arbeit. Da verzieht's mich immer so wie einen alten Schrank. Und der Dr. Katz. Sind Sie aus Kürzlingen? Ja. Da hinein. Warum? Das werden Sie gleich sehen.
Grüß Gott. Nein. Dr. Binder hat mich zu Hilfe geholt. Es sind so viele Leute im Wartezimmer, er kommt alleine nicht mehr durch. So. Was fehlt Ihnen? Nichts. Bitte, probieren Sie es doch mal mit mir. Geben Sie mir eine Chance, Ihnen zu helfen. Wenn ich dann versage, dann können Sie mich ja immer noch davonjagen. Einverstanden? Naja. Entschuldigen Sie, ich weiß immer noch nicht, was Sie haben. Ich, ja. Da hat man der Dings... Der Dr. Katz. Ja, der... Der nächste Geisenbrunner. Wer ist denn hier noch alles aus Kürzlingen? So, fertig. Wieso? Ich habe noch gar nichts gespürt. Na, ich mache sie auch schon eine ganze Zeit. Fertig? Ja. Respekt. Für sowas ist eine Frau fast besser als ein Mannsbild, der dann gleich mit Gewalt hineinrennt, die Spritzen. Wie der Dr. Katz. Selig. Sehen Sie? Ich habe Ihnen jetzt mal was anderes gegeben. Ja? Wenn wir Glück haben, dann sind Sie Ihre Schmerzen in ein paar Tagen los. Das werden Sie. Und? Bis auf den Föhn. Das ist eine Erfindung des Teufels, auf das es uns Bayern nicht allzu wohl ergehe auf Erden. Spüren Sie sehr arg den Föhn. Oh, kreuznarrisch bin ich da. Und ein Schädelweh habe ich da zum Zerspringen. Alles habe ich schon probiert. Nichts hat geholfen, nichts. Ich wüsste ja ein Mittel, aber das ist nichts für Sie. Was kostet's denn? Kosten tut's nichts. Dann ist doch was für mich. Wissen Sie, ich mache bei Föhn immer ein paar Minuten lang einen Kopfstand. Auf dem Kopfstand? Ja, das ist eine alte Regel aus Indien. Ah, das ist mir zu weit weg. Das ist nichts für mich. Habe ich Ihnen doch gesagt. Aber sonst? Respekt. Also, übrigens, Fräulein Doktor, ich sage denen da draußen nichts, dass Sie hier drin sind. Die sollen nur genauso hereinfallen wie ich. Danke. Ich meine, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Respekt. Gehen wir nicht. Nein. Das ist ein Arzt, der Herr Doktor. Der spinnt. Ja, mir jetzt. Grüß Gott, bitte 5 Liter Gemisch. Jawohl, Freund Doktor. Na, jetzt haben Sie ja schon die erste Kundschaft. Mein Vater schwört schon auf Sie. Ihr Vater? Der Schreiner Zipfhauser. Ach ja. Ich komme auch bald mal zu Ihnen. So? Was fehlt Ihnen denn? Ja, mei. Nur dumm ist, dass ich höchstens abends könnte. Na ja, da müssen wir halt einen Termin vereinbaren. Oh ja, das wäre prima. Hey, Sie da, Mann. Herr General? Wer ist denn das? Der alte Generalmajor, der hier in Pension lebt. Ein ulkiger Vogel. Er hat im Krösen seine Farnfabrik finanziert, weil er seine große Vergangenheit nicht vergessen kann. Zipfhauser Junior, leer das Ding. Bringen Sie das mal in Ordnung. Jawohl, Herr General. Von Stüwe. Jensen. Unsere neue Doktorin. Angenehm. Hoffe, gelegentlich ins Gespräch zu kommen. Stimmt das? Stimmt. Sagen Sie, zur Fahnenfabrik Krösel, wie fahre ich da am besten? Immer hier runter, immer geradeaus, 275 Meter Nord-Nord-Ost, dann scharf nach Süd-Südwest, können gar nicht fehlen. Prima Wegmarkierung. Dankeschön. Sie als moderner Mensch der Großstadt werden erkennen, warum ich Ihre Anwesenheit hier begrüße. Der Dr. Katz, Ihr Vorgänger, war ja sehr lieb und nett, aber schrecklich rückständig. Ja, und was erwarten Sie sich von mir? Ärztliche Unterstützung. Ein feierlicher Augenblick. Die Wiege des Kurortes Bad Kürzlingen. Aha. Diese Quelle habe ich auf meinem Grund und Boden entdeckt.
Erkennen muss man seine Chance. Sehen Sie? Ja, sehr interessant, aber was soll ich dabei? Fremdenverkehr, das ist doch die Masche heutzutage. Sowas hat Zukunft. Und wenn unsere schwer arbeitenden Brüder und Schwestern am Rhein und Ruhe hier Erholung finden, dann ist das doch eine große Tat, nicht wahr? Ja, natürlich. Krösel, habe ich mir gesagt. Das ist es. Vielleicht hat die Heilwirkung. Dann kannst du hier so eine Trinkpavillon machen mit so einem Privatkurpark. Schön und gut, aber hat die Quelle Heilwirkung? Das weiß ich nicht. Das sollen Sie doch feststellen. Jawohl, vielleicht ist da was drin. Je mehr Sie feststellen, desto besser für Sie. Dann sind Sie Kurarzt. Eine Jolltrube für Sie, für mich und für Jans Kürzlinge, ne? Sie gestatten, dass ich Ihnen ein kleines Pröbchen entnehme? Blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Wälder und ein Mädchen, das von Herzen liebend hat. Ihre Liebe klingen über weite Felder, von den Bergen in die große fremde Stadt. Ein Gruß zu dir, blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Wälder. Deine Heimat ruft dir zu, komm bald zu mir. Komm doch mal zu mir, komm doch mal zu mir. Franika, so langsam. Wir müssen uns doch schicken. Wer weiß, ob das Wetter hält. Mir ist nicht ganz gut, Vater. Ach, nicht gut. Sei nicht so zimperlig. Krank sein kannst du, wenn wir fertig sind. Wir brauchen jetzt jede Hand. Ja. Du, Bürgermeister, mich hat jetzt gerade so streunen, das Sauchen bissen. Wem seiner war denn das? Weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, und? Ich habe Angst vor einer Blutvergiftung. Dann möchte ich von der Arbeit drücken. Nein, das nicht. Aber ich muss doch den Doktor anschauen lassen. Nicht, dass was passiert. Also von mir aus, ja, halt zum Viechdoktor. Ja, ich bin doch kein Viech. Für mich schon. Außer dem Hundebiss gehört zum Viechdoktor. Sag mal her. Ach, Schmarrn, wegen so einem kleinen Biss da. Na, geh. Aber schick dich. Ja. Ah. Ist die Doktorin da? Ja, im Sprechzimmer. Grüß Gott. Bringen Sie uns jetzt neuerdings Patienten? Ich muss ja einen Moment sprechen. Ja. Und ich? Warten. Also jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Der Bürgermeister schickt mich zum Viechdoktor. Der Viechdoktor schickt mich zur Menschendoktorin. Jetzt bin ich bloß gespannt, wo Sie mich hinschicken. Ins Wartezimmer. So, und alles wegen dem Malefizköder. Okay, schon. Sie glauben also, der Hund hatte Tollwut? Das kann ich nur feststellen, wenn ich das Tier habe. Leider war es nicht mehr auffindbar. Aber ich halte es für möglich. Ja, dann muss der Mann in Quarantäne, und zwar in die Universitätsklinik in der Stadt. Das ist Vorschrift. Das können nur Sie entscheiden. Aber überlegen Sie sich das genau. Der Mann ist Großknecht beim Bürgermeister, also Ihrem ärgsten Widersacher. Und so eine Kraft jetzt mitten in der Ernte wegnehmen? Da gibt's nichts zu überlegen. Und wenn er nicht freiwillig geht oder wenn ihn sein Herr nicht lässt? Da muss er mit der Polizei in die Klinik gebracht werden. Das geht ja schließlich um sein Leben und um die Ansteckungsgefahr für alle anderen im Dorf. Machen Sie denen das einmal klar. Der Mann hat eine kleine Bisswunde, sieht blühend aus. Alles scheint normal. Die werden glauben, sie wollen sich nur wichtig machen. Darauf darf ich keine Rücksicht nehmen. Was? In die Stadt? Wegen dem BW? Ausgeschlossen. Ich kann ja nichts dafür.
Sie hat es doch angeschafft, weil es eine Vorschrift ist, hat sie gesagt. Und weil es um mein Leben geht, hat sie gesagt. Um dein Leben? Ach, da schau her. Wichtig machen will sie sich. Rechnen will sie sich, das ist alles. Aber die kaufe ich mir. Ja, da draußen steht sie. Weil sie mich gleich mitnehmen will, sagt sie. Na, wer werde ich was erzählen? Ja, und ob. Sie, Fräulein. Guten Tag. Was wollen Sie von uns? Ich kann mir vorstellen, dass es für Sie unangenehm ist. Unangenehm ist das höchstens für Sie. Mit solchen Mädchen kommen es bei uns nicht durch. Das sind keine Mädchen, das ist leider sehr ernst. Mit der Tollwut ist nämlich nicht zu spaßen. Mit uns aber auch nicht. Und jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Sie verschwinden auf der Stelle, Sie haben hier gar nichts zu suchen. Und der Birgel, der bleibt da. Dem sein kleines Revier werde ich selber verbinden. Haben Sie mich verstanden? Aber Mutter, du kannst Du bist doch... ganz still. Frau Bürgermeister, so einfach ist es das nicht. Ist ganz es, gibt einfach. Es gibt ein Gesetz, nach dem Tollwut verdächtig. Sie brauchen uns über Gesetze nichts erzählen. Mein Mann ist hier Bürgermeister, wir kennen die Gesetze ganz genau. Leider gibt es noch keins, nachdem man so jemanden wie Ihnen das Handwerk legen kann. Sie wissen nicht, was Sie reden. Sie verschwinden von meinem Haus. Aber Walli. Frau Bürgermeister, seien Sie doch vernünftig. Weg, sage ich. Gut, Gergel, kommen Sie. Nix da, der Gergel bleibt. Gergel, ich bitte Sie, kommen Sie mit. Ich lass doch mich aus dem Spiel. Ich weiß ja nicht mehr, was ich tun soll. Du bleibst. Ja, nun. Ja, Herrschaftszeiten, jetzt gehe ich überhaupt nicht mehr raus. Wie ich es mache, ist falsch. Da haben Sie es. Der will ja gar nicht. Gut. Dann werde ich ihn und Sie eben zwingen. Versuchen Sie es doch! Wir werden schon sehen, wer hier der Herr im Haus ist. So was. Was steht sie hier rum? Das geht niemandem was an. Schaut, dass weiterkommt. Walli, das kannst du nicht machen. Das geht so weit. Was ist, wenn sie recht hat? Ach. Und mach meine Mami gesund. Amen. So? Sag mal, hast du deine Zähne schon geputzt? Aber schnell. So? Muss meine Mami bald weg? Ja, morgen. Und dann sehe ich sie gar nicht mehr? Doch, wir werden sie besuchen. Jede Woche? Oh, nicht jede Woche, aber oft. Und ich darf hier bleiben? Ja, du darfst hier bleiben. Schlaf schön. Gute Nacht. Wir wollen es uns recht gemütlich machen. Ja. Ihr seid lieb. Was ist denn? Ach, was ist da? Nicht den Kopf hängen lassen. Was wird geschehen, wenn der Gergel morgen von der Polizei in die Stadt gebracht wird? Oje. Wenn die nicht Vernunft annehmen wollen, sie sind doch im Recht. Ja, das nützt mir gar nichts. Naja, das muss ich durchstehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und machen Sie mir nicht auch noch Sorgen. Ich werde mich zusammennehmen. Wer ist denn da? Bitte, Frau Doktor. Darf ich Sie sprechen? Ich bin ja Frau Lechner. Ja, bitte kommen Sie rein. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so spät komme, aber es darf niemand wissen, dass ich da bin. Bitte schön. Ihre Frau hat Sie wirklich scheußlich benommen. Ja, Sie müssen sie verstehen, Hochwürden. Sie kann sie eben nicht verwinden, dass ich mich wegen der Doktorin so blamiert habe. Im ganzen Dorf sagen sie, sie kann Mantel und Weibe nicht unterscheiden. Und jetzt möchte sie am liebsten den Stein des Anstoßes aus dem Dorf jagen. Ja. Sie sagt eben, gewisse Berufe sind für Männer da. Ja. Es gibt auch keine Pfarrerinnen, sagt sie. Das wäre ein Unsinn. Na ja, schon. Machen Sie das einmal meiner Frau begreiflich. Und dann die Wahlen, Hochwürden. Was hat das damit zu tun? Überlegen Sie doch einmal, das wird doch unserer Partei bestimmt nicht recht, wenn ich nicht wieder gewählt werde. Dann müssen Sie mich schon unterstützen. Ja, da kann ich mich nie einmischen. Ja. So. Ach, das können Sie nicht. Ja. Da kommt eben der Kandidat von der Opposition zum Zug, dieser Schreiner Zipfhauser. Um des Guten willen nur das nicht. Ja, das sind weitreichende Probleme. Nur nicht dieser Zipfhauser. Sehen Sie, sehen Sie. Seien Sie doch vernünftig.
Das lässt sich auf die Dauer nicht verheimlichen. Aber meine Eltern schlagen mich tot. Ach, Unsinn. Nein, die dürfen nichts davon erfahren. Wenn man es erst sieht, dann habe ich mir schon ausgedacht, was ich tue. Ich arbeite doch manchmal in der Fahnenfabrik und wenn es soweit ist, dann bleibe ich ganz dort. Da brauchen mich meine Eltern gar nicht mehr zu sehen. Und die letzten 4 Wochen, da fahre ich in die Stadt zu meiner Freundin und schreibe nach Hause, dass ich eine Stellung habe. Und erst wenn es auf der Welt ist, komme ich wieder zurück. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Ihre Eltern nichts davon merken werden. Dann schnür ich mich halt. Also das dürfen Sie auf gar keinen Fall. Damit schaden Sie sich und vor allem Ihrem Kind. Und das wollen Sie doch nicht. Nein. Aber dann esse ich halt so viel, dass die glauben, ich werde davon dick. Aber Afra, das alles geht doch. Aber es muss gehen. Und Sie dürfen mich nicht verraten, bitte nicht. Natürlich verrate ich Sie nicht. Ich habe ja Schweigepflicht. Brauchen Sie gar keine Angst zu haben. Was sagt denn der Vater von dem Kind dazu? Der weiß von nichts. Und er darf auch nichts erfahren, dieser Casanova. Gib doch nicht so an. Ist schon ausgemacht, das Rendezvous. Nie. Wetten? Was sagt denn da die Afra dazu, hm? Wieso? Ja, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll, damit Sie vernünftig werden. Darf ich manchmal zu Ihnen kommen? Freilich. Ich kann aber nur abends, ganz spät, wenn bei uns schon alle schlafen. Als wirklich niemand wissen darf. Ich bin Tag und Nacht da, Sie können kommen, wann Sie wollen. Danke. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind und dass Sie eine Frau sind. Gute Nacht. Na, wenigstens jemand. Und da fällt so ein alter Depp wie du im dritten Frühling glatt drauf rein. Ja. Jawohl, bloß weil sie dir schöne Augen gemacht. Du spinnst ja komplett und jetzt gibst du Ruhe. Ich geb keine Ruhe. Ah. Nein, weil wir Frauen lassen uns das nicht gefallen. Die Bürgermeisterin, die sagt's auch. Da ist die Richtige. Du sagst nichts gegen die Bürgermeisterin. Das passt mir überhaupt nicht, dass meine Frau mit der Frau von meinem Gegenkandidaten befreundet ist. Weil du bei der falschen Partei bist. Es ist schwerste Debatte. Oh, mein Kopf. Denn das ist keine Art nicht. Die Leute wegzuholen mitten unter der Ernte, bloß wegen dem Verdacht, wo der Knecht Was magst denn du da? Das Beste mit und gegen Föhn und dein blödes Geschwätz, hat's Fräulein Doktor gesagt. Ah, jetzt glaub ich, dass dich verhext hat. Kümmer dich lieber um deinen Herrn Sohn. Mit dem Früchtel wär noch was erleben. Die traut sich tatsächlich und lässt einen von uns mit der Polizei abführen. Lass das gut gehen, Gerl. Dankeschön. Ich bin ja froh, wenn ich wegkomme. Das ewige Hin und Her, das hält ja kein Mensch aus. Und vielleicht habe ich wirklich schon die Tollwut. Dann hat sie ja doch recht gehabt, die Doktorin. Aber wehe, wenn ihm nichts fehlt. Dann soll sie uns kennenlernen. Keine Sorge, wir passen gut aufs Hannerl ein. Vielen, vielen Dank, Frau Doktor, für alles. Gute Besserung, wir sehen uns ja bald wieder. Komm! Ach, Mami. Ich komme ja bald wieder. Komm ins Gesund zurück. Ein halbes Pfund Trauben, bitte. Hm? Kommt's in die Klinik? Ja. Und das Kind? Das bleibt inzwischen bei uns. Na, dann ist es ja gut aufgehoben. Hoffentlich kann ich überhaupt bleiben. Man traut mir nichts zu, ganz wie Sie es vorhergesagt haben. Zufrieden? Nein. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Der Gierge. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht ersparen konnte. Ihnen nehme ich es nicht übel. Sie tun doch nur, was Sie müssen. Mir ist überhaupt bald alles wurscht. Ich wollte bloß, ich wäre schon in der Klinik und wüsste,
ob ich weiterlebe oder nicht. Dann wünsche ich Ihnen recht viel Glück. Das möchte ich lieber Ihnen wünschen. Eine Dilettantin, eine Verbrecherin ist sie. Also jedenfalls ist sie eine voreilig und wichtigtuerische Person. Das kannst ja nicht einmal du ableugnen, Zipphauser. Ja, aber sowas kann man doch ruhig und sachlich besprechen. Ah, was? Ich stelle den Antrag, dass wir uns das nicht mehr länger gefallen lassen. Die muss raus aus dem Ort. Jawohl, sehr richtig. Der Bürgermeister, der muss aus der Stadt einen richtigen Doktor verlangen. Mit welcher Begründung? Dass die Schindluder treibt mit uns. Dass man seines Lebens nicht mehr sicher ist. Ja, jetzt hörst du aber auf. Also jedenfalls passt sie nicht hierher, ist ein junges Ding aus der Stadt. Ja, meine Herren, halten Sie das für zureichende Gründe? Was haben Sie denn für eine Ansicht, Herr Pfarrer? Sie ist doch sehr tüchtig. Außerdem glaube ich, dass sie zumindest nach dem Buchstaben des Gesetzes im Recht ist. Ja. Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer, das ist uns wurscht. Gesetz hin, Gesetz her, wir wollen sie mal nicht mehr im Dorf haben. Jawohl, die muss raus, dafür bin ich auch. Und wir verdrehen ja schließlich die Bevölkerung. Sie sind sehr hart, meine Herren. Also mit der Polizei aufführen geht einmal nicht. Das hätte Dr. Katz nie gemacht. Ja, weil ihr euch niemals bei ihm sowas getraut hättet, ihr Feiglinge. Weil ihr pariert hättet. Aber hier bei der jungen Frau, da seid ihr die Helden. Da glaubt ihr, könnt euch alles herausnehmen. Aber damit ihr es nur wisst, sie hat vollkommen richtig gehandelt, wie sie den Giri hat in die Klinik transportieren lassen. Ich hätte es genauso gemacht. Und damit das am Ende noch klar ist. Ich selbst habe den Giri wegen Tollwutverdacht zu ihr gebracht. Also müsst ihr mich davon jagen. Ach, das ist interessant. Der Doktor verteidigt die Kollegin. Ja, so. Sie wollen doch sonst so gegen sie. Aus Gründen, die ihr nie verstehen werdet. Aber nicht wegen so einem dummen Gewäsch und Gegackung. Ach was, macht doch, was ihr wollt. Ja, so viel Stimmaufwand von unserem schweigsamen Herrn Tierarzt. Grüß Gott, Herr Doktor. Servus. Was tun Sie denn hier? Da drin ist doch eine Versammlung gegen mich. Versammlung? Ein paar Hornochsen brüllen da drin. Ja, da gehe ich rein. Was wollen Sie denn da? Ich muss mich doch stellen. Na, wozu soll das gut sein? Glauben Sie, Sie würden Sie umstimmen? Sagen Sie, hat irgendjemand für mich gesprochen? Niemand ernst zu nehmen, aber lassen sich keine grauen Haare wachsen. Das wird alles nicht so heiß gegessen, wie die da drin es kochen möchten. Sie waren im Recht und damit basta. Ach Mädchen, welcher Teufel hat Sie geritten, hierher zu kommen? Hatten Sie es nicht schön in der Klinik, wenn Sie schon Ärztin sein müssen? Jetzt fangen Sie doch nicht wieder damit an. Entschuldigen Sie. Gut, stimmen wir ab. Wer ist für bleiben? Wer für gehen? Na, und Sie hochhören? Wie? No, ich misch mich da nicht ein. Die Stimme der Vernunft. Na, also jedenfalls mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Ich schreibe dann in die Stadt um einen anderen Doktor. Jawohl. Vielleicht passt diesmal auf den Vornamen auf. Wir in unserer Partei machen Fehler nur einmal. Du brauchst gar nicht husten. Aufgeben werde ich nicht. Ich kann doch nicht einfach alles hinwerfen, nur weil es nicht so glatt geht, wie ich mir das gedacht habe. Schauen Sie mich nicht so an, ich unternehme bestimmt nichts gegen Sie. Nein? Bestimmt nicht. Entschuldigen Sie. Wollen Sie nicht noch auf einen Kaffee zu mir kommen? Gern. Aber haben Sie nicht Besuch? Ach ja, das ist ein alter Freund von mir. Aha, na, da will ich nicht stören. Nein, kommen Sie ruhig mit rein. Nein, nein, ich habe sowieso noch zu tun. Und wir können uns ja jeden Tag sehen, wenn wir wollen. Und Kaffee trinken miteinander. Also dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Kuchen zum Kaffee! Gut, alte Zigeuner. Schön, dass du da bist. Na, Freund Doktor, ich störe doch hoffentlich nicht. Unsinn. Na, dein Begleiter hat sich aber ziemlich rasch verabschiedet. Das ist der hiesige Tierarzt. Aha. Und was ist da noch? Wie meinst du das? Na, wie wohl? Er ist sehr nett. Dachte ich's mir doch. Quatsch, was tust du eigentlich hier? Na, entschuldige schon, ich wollte dich besuchen, sehen, wie es dir geht. Nicht so besonders. Es könnte besser sein. Sag mal, hat dich eigentlich je gestört, dass ich eine Frau bin? Aber ganz im Gegenteil. Komisch. Hier stört's alle. Komm rein, wir müssen uns viel erzählen. Ob unser Herr Pfarrer mit Liebet euren Nächsten die Doktorin gemeint hat? Hoffentlich nicht. Ich hab's jedenfalls nicht so verstanden. Ich kann nur das eine sagen, mir hat sie geholfen. Mein Ischias ist wie
weggeblasen. Schon, aber dass sie sich mit dem Grösel einlassen hat. Der spinnt doch, der will... Abos, sie soll schuld sein, dass er aus Kürzlingen einen Kurort machen will. Das hat er ihr eingeredet. Sie ihm, weil es ehrgeizig ist. Büffel. Hilfe! Zur Hilfe! Schnell, die Doktorin soll kommen! Der Herr Pfarrer ist umgefallen. Er hat plötzlich einen Herzanfall. Schnell, schnell, die Doktorin soll kommen. Lassen Sie uns bitte einen Augenblick allein. Jawohl. Ist es wirklich so ernst? Ich muss den Herrn Pfarrer noch genauer untersuchen. Jawohl. Hochwürden. Sie simulieren ja. Haben Sie es gleich gemerkt? Sofort. Ich sag's ja, Sie sind eine gute Ärztin. Ja, warum denn bloß? Ja, um Sie durchzusetzen. Mit einem Schwindel? Wieso Schwindel? Die wollen das nicht anders. Die muss man zu ihrem Glück zwingen. Auf diese Art und gerade Sie? Ja, gerade ich. Schauen Sie, Sie und ich, wir müssen zusammenarbeiten. Uns geht es doch beiden um das Wohl der Leute hier. Wir haben doch beide damit zu kämpfen, dass denen in ihrer Einfalt, in ihren Vorurteilen manchmal die Erleuchtung fehlt. Hochwürden! Ja, ja, wer ist denn da? Hochwürden! Eine Delegation aus dem Dorf ist da und möchte fragen, wie es Ihnen geht. Hochwürden, leben Sie noch? Ja, noch. Es geht mir schon etwas besser. Ja, Hochwürden, ist Ihnen denn das Recht, dass das Fräulein Dr. Jensen Sie behandelt? Natürlich. Ich habe Sie doch eigens verlangt. Na, bitteschön. Das verstehe ich nicht. Muss ihm gar nicht gut gehen. Wenn die Herren jetzt unten warten möchten, bitte, damit wir hier nicht länger stören. Bitte. Bitte nach Ihnen, Herr Bürgermeister. Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht. Du schon gar nicht. Ja, du schon auch nicht. Sagen Sie halt... Sagen Sie halt auch was. Der Pfarrer, der weiß schon, was er tut. Ist das auch eine Antwort? In der Not frisst der Teufel eben Fliegen. Blödsinn. Weg sind Sie. Wissen Sie so... So ganz recht ist mir die Sache nicht. Oh, lassen Sie nur, das nehme ich schon auf mich. Übrigens, haben Sie Nachricht vom Gürgel? Ja, stellen Sie sich vor, es ist Tollwut. Sehen Sie, wird er wieder gesund? Oh, selbstverständlich. Oh, das freut mich. Weiß es der Bürgermeister schon? Ja, ich glaube, die Klinik hat ihn auch verständigt. Na also, dann sind Sie doch gerechtfertigt. Passen Sie auf, jetzt werden die Leute zu Ihnen kommen. Vorausgesetzt, dass Sie mich gesund haben. Aber eine Blitzheilung, wenn ich bitten darf. Ich habe heute Nachmittag noch sehr viel zu tun. Na, schlecht geht es ihm, sehr schlecht. Sogar mich haben sie aus dem Zimmer herausgeschickt. Und dann stöhnt er so fürchterlich so. Und diese Doktorin? Die untersucht ihn jetzt ganz genau. Nicht zu glauben, was? Ich gehe schnell noch einmal hinein nachschauen. Aber Herr Patient, das geht doch nicht. Ja, wir müssen doch auf meine baldige Genesung trinken. Und auf Ihren Erfolg. Wer ist denn da? Wie geht es ihm denn jetzt? Ich hab sie. Es geht mir schon viel besser. Es besteht keine akute Gefahr mehr. Nein, Freund Doktor hat mir wunderbar geholfen. Was? Ja. Nun, das muss ich gleich nur jähen. Wo ist die Flasche? Ein Wunder! Yay! Sie hat ein Wunder getan! Sie hat ihn auskuriert! Er ist schon wieder ganz gut beisammen! Ja, vielleicht kann sie doch was!
Das wäre nicht von der Hand zu weisen. Du, Herr Bürgermeister, was ich fragen wollte. Ja? Wie geht's eigentlich dem Kirgel? Hast du was gehört? Ja, dem geht's gut, natürlich. Ah, das ist schön. War der jetzt angesteckt von der Tollwut oder war er nicht? Ich glaub schon. Was? Ich glaub schon. Das heißt, ich glaub schon. War er oder war er nicht? Ja, er war. Aha. Dann kann man also sagen, dass das Fräulein Doktor recht gehabt hat und dass sie dem Gürtel sozusagen das Leben gerettet hat. Deswegen hätt's nicht gleich mit der Polizei aus unserem Haus... Hör auf mit deinem Schmarrn, das war doch nur eure Schuld. Ach, geh. Okay. Was ist jetzt, Fräulein Doktor? Wie geht's denn dem Herrn Pfarrer? Gut, es besteht keine Gefahr mehr. Respekt. Frau Bürgermeister, es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten machen musste. Ich meine wegen dem Gürtel. Ich hoffe, Sie tragen es mir nicht nach. So nicht, Fräulein. So nicht. Über die Geschichte reden wir später. Ja. Entschuldigen Sie. Okay, Fräulein Doktor, machen Sie sich doch da nichts draus. Wissen Sie was, wir gehen jetzt zum Frühschoppen. Wir laden Sie ein. Einverstanden? Oh ja, ein lecker Weinchen trinken, ja? Weinchen. Entschuldigung, es war für einen guten Zweck. Bitte schön, die Sprechstunde beginnt. Dankeschön. Ja, vielleicht hilft Ihnen schon, wenn Sie viel spazieren gehen an der frischen Luft. Was sind Sie denn vom Beruf? Förster. Ich danke Ihnen. Mein Kind ist jetzt wieder ganz gesund. Und wegen der Bezahlung habe ich mir gedacht, ob ich vielleicht mit Eier. Liebe Frau Deisberg, kommen Sie mal mit. Ich muss Ihnen was zeigen. Das sind alle von Patienten, die auch nicht im Bar bezahlen wollten. Na, geben Sie schon her. Ja, das ist eine stauende Wiener Port und eine beginnende Zirrhose. Hä? Mit dem müssen Sie einheimisch reden, sonst versteht er Sie nicht. Als dann? Mit dem Saufen, wenn ihr der End hergeht, nachher kriegst du solch eine Leber, dass da deine Batzelaugen raustreibt und nachher kannst du sein. Ja, jetzt verstehe ich dich. Aber für eine Studierte riechst du schon sehr ordinär. Nein, nein, das ist doch nicht möglich. Das muss doch ein Irrtum sein. Es tut mir schrecklich leid, Herr Krösel. Das ist die wissenschaftliche Analyse vom Balneologischen Institut in München. Und die behaupten, mein Wasser heilt nicht? Leider. Es ist reines Brunnenwasser. Brunnenwasser? Fräulein, Sie ruinieren mich. Sehen Sie mal da, das sollte die Trinkhalle werden. Ja, Herr Krösel, waren Sie da nicht etwas voreilig? Ich wollte doch die Saison nicht verpassen. Kann man denn da ja nichts machen? Was denn machen? Bisschen Salz reinschütten oder sowas, ja? Nein, also so einfach ist das nicht. Ich hab doch schon die Abfüllmaschine bestellt. Also, Herr Krösel, das ist nun wirklich Ihre eigene Schuld. Och, Sie gehören auch zu den devetistischen Kreisen, die sich einem entgegenstellen, wenn aus unserer Heimat was herausgeholt werden soll, was Weltgeltung hat. Ich kann Ihnen nichts anderes sagen. Es tut mir schrecklich leid. Auf Wiedersehen. Leid, leid. Stummer selber leid. Aufhören, Arbeit einstellen. Ja, warum? Was hat denn das Fräulein Kurärztin gesagt? Packen Sie die Bretter wieder ein und nehmen Sie sie mit. Hier gibt es kein Heilbad. Ja. Die Welt ist nicht wert, dass man ihr hilft. Na ja. Was heißt na ja? Na, helfen mit reinem Brunnenwasser. Was? Haben Sie aber Pech gehabt, Herr Direktor. Viel Geld umsonst ausgegeben. Ja, die nehmen Sie doch wieder mit. Die brauche ich doch nicht zu bezahlen. Und wie Sie das zahlen werden. Ja, was haben Sie denn bis jetzt schon geleistet? Ausgerechnet abgemessen, zugeschnitten, zusammenpasst, hergefahren, abgeladen, aufgestellt, zusammengenagelt, hochgezogen, abgestützt, zurecht, Covid nachgemessen, hingestellt, abgerissen.
Ich hab kein Wort verstanden. Ja, das brauchen Sie nicht verstehen. Sie brauchen bloß zahlen. Ja, für was denn? Ausgerechnet abgemessen zu... Hören Sie auf, hören Sie auf, hören Sie auf! Wer soll das ertragen? Sie. Oh, für mich ist der Fall klar. Sie kriegen eine kleine Arbeitsentschädigung und den Krempel hier, den nehmen Sie mit weg. Sie, da warten Sie jetzt mal, bis wir Rechnung kriegen. Da werden Sie schauen. Och, Sie, Sie! Bei Barzahlung dürfen Sie alles zu mir sagen. Dahin auf Wiedersehen, Sie, rheinische Frohnatur. Tschüss! Ich bin's, der Andi Zipfhauser. Tust du Benstein? Warum denn? Ich muss sie unbedingt sprechen. Warum sagst denn sie zu mir? Ja, aber wer bist denn sie? Das Hannel. Was laufst denn jetzt weg? Hallo, Andi. Andi, was machst du denn da? Ich wollte nur schauen, ob mein Doktor noch Sprechstunde hat. Es ist aber schon spät. Hallo, Dri, du Unverschämter. Du Lauser, was bildest du dir eigentlich ein? Wenn ich dich erwisch, dann wirst du was erleben. Was ist denn los? Was tun Sie denn da mit der Leiter? Wie? Wollten Sie etwa Fenstern? Nein, ich doch nicht. Ich hab gerade einen verjagt. Den Andi, der war bei mir, aber eigentlich wollte zu dir, ob du Sprechstunde hast, Tante Doktor. Ach, das ist ja allerhand. Jetzt sieht's am Ende noch so aus, als wäre ich an allem schuld. Aber nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Es ist auch nicht so. Der Andi war's, der war ja bei mir. Was ist denn hier los? Na bitte, jetzt ist das Drei-Mädel-Haus komplett. So was Albernes. Ich bitte Sie alle drei, gehen Sie schlafen, bevor noch mehr Leute kommen und ich ganz im Verruf komme. Gut, gehen wir schlafen. Gute Nacht allerseits. Gute Nacht. So was Dummes. Ich verstehe überhaupt nichts. Was bitte ist da los? Ich erkläre es Ihnen morgen, aber bitte jetzt gehen Sie schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Dr. Rinner, schönen Dank für Ihre Hilfe. Das habe ich doch gerne getan. Ja, wirklich? Freilich. Ich habe mich so wahnsinnig geärgert über diesen Lümmel, diesen Andi, dass er es überhaupt wagt. Nun schimpfen Sie doch nicht so. Freundlichkeit steht Ihnen viel besser. Was ist denn da noch los? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wieder vorbei. Dankeschön, Herr Doktor. Ich muss schon sagen, Respekt. Wunderbar, haben Sie mich wieder repariert. Jetzt ist bloß wegen dem Zahlen. Ging's mit Eiern? Bloß das nicht. Auwe. Ich habe einen anderen Vorschlag. Ja? Sie haben doch das Reitpferd. Die Liesel, ja. Wissen Sie, ich reite nämlich gern. Und vielleicht könnte ich da mal... Die Behandlung wird natürlich dann billiger. Ja, gern, ja, natürlich. Die Liesel muss ja sowieso bewegt werden. Vielleicht reiten es gleich so viel, dass meine Familie auch gratis behandelt wird. Aha. Ja, wie viel sind Sie denn? Bald 13. Thank you.
Das sind Sie tatsächlich. Warum denn nicht? Ich wundere mich nur, wenn man plötzlich jemand zu Pferd begegnet, den man bisher nur auf einem komischen Motorroller kennt. Erstens ist der Motorroller nicht komisch, sondern für mich sehr nützlich und notwendig. Wird nicht bestritten. Und zweitens reite ich ganz gerne. Scheint so. Sie sitzen gar nicht mal so unglücklich drauf. Also, Doktor, Sie sind... Entschuldigen Sie, ich bin manchmal im Umgang mit Menschen ein Viech. Hoffentlich sind Sie dann wenigstens im Umgang mit Viechern ein Mensch. Geben Sie mir eine Chance? Kommt drauf an, welche. Darf ich Sie zum Tee zu mir einladen? Gern. Sie haben Zeit? Ja, es ist mein freier Nachmittag. Keine Sprechstunde. Kein Besuch aus der Stadt? Kein Besuch aus der Stadt. Dann los! Komm! Das Teewasser ist aufgesetzt. Ich muss sagen, das hier hätte ich nicht erwartet. Die meisten sind Patienten. Der da hatte einen gebrochenen Flügel. Jetzt ist er wieder gesund, aber fliegen kann er nicht mehr. So habe ich ihn halt in Kost und Logis genommen. Ich glaube, er fühlt sich ganz wohl. Aber wollen wir nicht reingehen? Ja. Das Kleine habe ich halb tot auf der Landstraße gefunden. Ein Auto hat es erwischt. Jetzt ist es auch wieder gesund. Beide habe ich schon ein paar Mal freigelassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das kann ich verstehen. Wie viele Tiere haben Sie denn? Das ändert sich fast jeden Tag. Sie arbeiten auch wissenschaftlich? Ja, Tiernarkose. Das kann ich nirgends so gut wie hier im Land. Deswegen habe ich die Stadt Stadt sein lassen. Hier habe ich Zeit und Platz für mein Hobby. Ach, das ist ja goldig. Ich glaube, ich muss Ihnen vieles abbitten. Sie sind ganz anders, als ich gedacht habe. Abbitten müsste ich Ihnen. Sie wissen, ich sage immer, was ich denke. Das habe ich gemerkt. Das war gemein damals, was? Och. Aber dazu kommt noch ein persönlicher Grund. Ja, was denn? Wissen Sie, ich habe neben den Viechern noch ein Hobby. Ja? Ich spiele so gern Schach. Verstehen Sie recht, ich habe gedacht, der Arzt wird ein Schachspieler sein und ich bin gerettet. Da kamen Sie. Da kam ich. Moment, das Teewasser. Entschuldige mal, ja? Ausgerechnet heute Nachmittag hat die Resi Ausgang. Sagen Sie, spielen Sie vielleicht auch Schach? Nicht sehr gut. Doch könnten wir ja vielleicht nachher eine kleine Partie miteinander spielen. Lieber ein anderes Mal. Doktorin, Sie gefallen mir immer besser. Viecher, Schach. Hausfrau, Sie haben die Tassen vergessen. Was willst denn du da? Ja, was möchtest denn du? Anastasia! Thank you.
So, jetzt steht dem gemeinsamen Versöhnungstee nichts mehr im Wege. Darf ich? Bitte. Darf ich rauchen? Ja. Tun Sie eigentlich nie Tee in den Tee? Ich wusste doch, ich habe was vergessen. Na gut. Ui. Oh. Guten Abend. Tante Doktor, wo warst du denn so lange? Ich war beim Dr. Rinder zu Besuch. Ah ja, heiratest du den? Wie kommst denn du darauf? Er hat dich doch neulich beschützt, wie der Andi bei mir gefenstert hat. Ach, so war das. Woher wissen Sie denn von der Sache? Oh, ganz zufällig. Da haben wir. Wo kommen Sie denn her? Durch den Keller. Ist ja überall zugesperrt oben. Das ist doch schließlich auch Geschäftsschluss. Was wollen Sie eigentlich hier? Ein bisschen mit Ihnen reden. Ja, über was denn? Über den Diridari. Über was? Auch schön sich doch zum Teufel. Sie sind grantig, gell? Wenn ich Sie sehe, immer. Aha. Wird's Ihnen schon warm? Es wird Ihnen gleich heiß werden, wenn Sie das da durchstudieren. Das ist doch, das ist... Eine reelle Rechnung, keine Mark zu viel. Du fiese Möb, hä? Du widerliche Kerl, dachte da bist, hä? Sie? Für nix und wieder nix verlangst du von mir so einen Haufen Geld? Nix und wieder nix ist gut. Sie? Was haben Sie denn schon getan? Schon wieder vergessen, Ihre Trinkhalle ausgerechnet abgemessen, zugeschnitten, zusammengebaut, zusammengenagelt, hochgezogen, abgestützt, zurechtgehobelt, nachgemessen. Aber Herr Fabrikdirektor, nur aber raus! Raus! Hey. Zipfhauser! Zipfhauser! Zipfelhäuschen! Jüngelchen, du sag doch was! Das hab ich nicht gewollt! Hilfe! Hilfe! Ich muss sagen, Herr Krösel, das war großartig, dass Sie sich so selbstlos zur Verfügung gestellt haben. Dafür bekommen Sie jetzt eine Tasse Kaffee. Danke. Hat's den auch erwischt, den Halsabschneider? Nein. Sie haben ziemlich viel Blut verloren. Und da hat Ihnen Herr Krösel seins gespendet. Der? Friedei. Gut. Wiedersehen. Der Nächste, bitte. Und der Letzte. Guten Tag, Frau Dr. Jensen. Ja, Kurt! Freust du dich? Das ist eine dumme Frage. Keiner mehr draußen? Nein, niemand. Komm, setz dich. Heute komme ich aber nicht bloß so zum Nachschauen. Nein, sondern? Na nun, Augenblick, wart's doch ab, eins nach dem anderen. Nun sag mir zuerst mal, wie geht's dir jetzt hier? Danke, ganz gut. Das höre ich aber ungern. Und der Widerstand im Dorf? Schmilzt. Schade. Trotzdem komme ich als motorisierter Bote des Schicksals. Mach dich so spannend, was ist denn los? Da, sieh dir das mal an. Was ist denn das? Sanatorium Burgberg. Das übernimmt ab Herbst der Zielinski. Ach, da bist du? Ja, erster Assistent. Nein. Und ich habe dem Professor von dir erzählt. Er ist interessiert. Ich habe ihm auch Fotos von dir gezeigt. Er war ganz reizend. Sag,
Seit wann werden denn Arztstellen nach Fotos besetzt? Weißt du, das Ganze ist ein Sanatorium für reiche Leute mit modernen Zeitkrankheiten und so, die Ruhe brauchen und natürlich erstklassige ärztliche Hilfe. Und dass sie eine gut aussehende Assistenzärztin würdigen können, kannst du dir denken. Und zwar eher würdigen als die Musköppe hier im Dorf. Das Ganze mag ich nicht. Bitte, Petra, nun wart's doch mal ab. Burgberg wird als Ortskrankenhaus zugelassen. Also auch für deine Bauern, wenn du sie zu sehr vermissen solltest. Ist es wahr? Ja. Und das ist gerade das Faszinierende, dass man dort praktisch alles durchexerzieren kann, bis zu den tollsten Operationen. Petra, das ist so eine Chance, du darfst das nicht ausschlagen. Außerdem, ich wäre verdammt froh, wieder mit dir beisammen zu sein. Ich habe in den Monaten erst richtig gemerkt, wie sehr ich mich an dich gewöhnt habe. Komm, sag ja. Was willst du denn hier? Oder bist du vielleicht hier glücklich? Tja, das ist natürlich sehr verlockend. Bitte, Petra, du musst dich nicht heute entscheiden. Du hast ein paar Tage Zeit. Ich werde mir's überlegen. Jetzt mache ich uns erstmal Kaffee. Fein. Afra! Afra! Was ist denn, Mutter? Aha. Ist das wahr? Was? Du warst bei der Doktorin. Wer sagt das? Ich hab dich was gefragt. Antwort. Antworten sollst. Wenn du sowieso weißt. Warum? Das geht niemand was an. Rechst denn du mich nie an? Hey. Was ist denn los mit der Afra? Bei der Doktorin war sie. Ich will wissen, warum. Was? Vater, ich... Dann gibst du Antwort. Nein. Nein, das kann ich nicht sagen. Was soll denn sein? Lass es! Afra. Ja, um Gottes Willen. Afra. Afra. Kind. Kind, was ist denn? Kind, das habe ich nicht wollen. Afra, was ist denn? Na, hol's doch die Doktorin. Na, doch nicht die. Mutter, hol die Hilfe. Ich... War die Tessa? Kriegst du ein Kind? So, hol doch die Seestallerin, ist zu spät. Ist. Afra. Störch? Nein. Ich muss mit Ihnen reden. Ich brauche einen Rat. Bitte. Setz dich doch her. Weil bei den Föhn werden die Leute leicht krank. Zum Bürgermeister ist gerade die Seestallerin nix aus. Mit dem Hebammenkoffel in der Hand. Was die da wohl will, hä? Das ist doch ein ernstes und interessantes Angebot, wie man es nicht alle Tage bekommt. Verstehen Sie? Ja, durchaus. Ein modernes Sanatorium, Entwicklungsmöglichkeiten, Karriere. Das ist es nicht. Es ist nicht die Karriere. Nur, vielleicht bin ich dort wirklich besser am Platz als hier. Aber Sie haben sich doch hier durchgesetzt, oder? Es geht um etwas anderes. Wenn nämlich eines Tages der schwere Fall kommt, bei dem es um Leben und Tod geht. Was ist dann? Vor dem habe ich Angst. Auf einmal. Die selbstsichere Ärztin aus der Stadt? Ja. Aber die Angst gehört doch zu dem Beruf, genau wie die Demut. Vor dem Menschen, vor der Verantwortung, die ein Arzt tragen muss. Du, pass auf. Die Seestallerin hat gesagt, sie kann das nicht verantworten. Was ist denn? Ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung und wir sollen die Frau Dr. Jensen rufen. Nein, die kommt mal nicht ins Haus. Er will sie dein Kind umbringen mit deinem Dickschädel. So sagen Sie mir doch, soll ich hier bleiben oder nicht? Haben Sie denn niemand anderen, den Sie fragen könnten? Zu Ihnen habe ich Vertrauen und Sie. Was? Naja, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass Sie es richtig mit mir meinen. Auch wenn Sie von mir als Ärztin nicht viel halten. Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Ihnen dieses Angebot gemacht hat. Ist das wichtig? Ja. Wenn ich Ihnen zu so einem entscheidenden Zug raten soll, muss ich die ganze Partie kennen. Das war Dr. Friebe. Ich glaube, Sie haben ihn damals von Weitem gesehen. Aha. Hat Dr. Friebe irgendeinen Einfluss auf Ihre Entscheidung? Wie meinen Sie das? Ich meine, möchten Sie gerne mit ihm zusammenarbeiten? Das spielt gar keine Rolle. Tja, was soll ich Ihnen sagen? Das Angebot ist verlockend. Wirtschaftlich und vernünftig betrachtet müssen Sie es natürlich annehmen. Nur,
Es wäre schade, wenn Sie das Vertrauen, das Sie hier bekommen haben, so einfach verlassen. Sie meinen, Landärztin wird man auf Lebenszeit. Man gehört dazu. Genau. Aber ich bin kein guter Ratgeber. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie nicht mehr hier sein sollten. Ja, so ist das. Erst habe ich mich geärgert, dass Sie kein Mann sind, habe mich gegen Sie gewehrt, habe alle möglichen Gründe dahergebracht, um Sie von Kürzlingen wegzubringen. Und jetzt? Was ist jetzt? Muss ich das noch sagen? Ich habe gar nichts mehr dagegen, dass Sie eine Frau sind. Fragen Sie mich doch nicht, ob Sie von hier weggehen sollen. Ich gebe dir doch nur eine ganz egoistische Antwort. Vielleicht habe ich drauf gewartet. Doktorina? Ja? Die Seestallerin, für dich? Ja? Ja? Ja, die Herztöne. Becken hochlagern, lassen Sie die große Tasche holen und fangen Sie an mit den Vorbereitungen, falls wir einen Eingriff. Ja, ich komme sofort. Die Tochter vom Bürgermeister im 8. Monat, wahrscheinlich eine Querlage. Kannst du bitte mitkommen wegen der Narkose, wenn ich operieren muss? Komm. Ist da genug. Und ein Spirituskocher. Ja, habe ich auch. Und Ihr Mann soll die hellsten Birnen, die er im Haus hat, herausnehmen. Muss sie operiert werden? Jetzt fragen Sie nicht. Machen Sie bitte rasch. Ja. Was ist denn mit dir? Wenn sie am Ende sterben muss. Sie haben einen Operationstisch hergerichtet. Aber sie tut alles, was in ihrer Macht steht. Glauben Sie es. Mein Gott. Waren die Wehen schon stärker als jetzt? Nein. Dann versuche ich die Wendung erst einmal ohne Narkose. Das ist besser für das Kind, Afra. Aber wenn Sie die Schmerzen nicht mehr aushalten, dann sagen Sie es, ja? Ja. Was ist denn los bei euch? Ich muss in die Apotheken. Die Afra wird operiert. Wenn nur dieser verrückte Föhnsturm einmal aufhören wird. Weißt du, wer der Vater von dem Kind ist? Dass sie mir nie etwas davon gesagt hat. Na, sie hat halt Angst vor dir. Vor mir? Mein eigenes Kind. Du weißt scheinbar gar nicht, wie du manchmal sein kannst. 11, 12, 13, 14, 15. Schön weiterzählen, Afra. 16. 14. 4. Ja? Die Frau Doktor ist beim Bürgermeister. Ja, beim Bürgermeister, bestimmt. Wenn es was Dringendes ist, kann ich notieren.
Ja. Danke. Kollapsgefahr. Strophantin? Nie. Was ist denn mit dem Kind? Es atmet nicht. Ich habe schon alles versucht. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Müssen Sie in ein Sauerstoffzelt legen. Ich rufe die Apotheke an. Ja. Herr Doktor, was ist? Habt ihr Sauerstoff in so einer Flasche wie die Pressluftflaschen? Nein. Dr. Rina, haben Sie Sauerstoff? Nein? Was ist? Aussichtslos. Die Apotheke hat's nicht. Ist wie aus der Kreisstadt ein Sauerstoffgerät da. Es ist längst zu spät. Nochmal Wechselbäder. Sauerstoff gebracht. Die Flasche aus unserer Werkstatt. Geht das? Ist gut. Warten Sie. Sauerstoff. Gott sei Dank. Wie ist der Kreislauf? Rivarocci 9070. Schön. Ich glaube, damit wären wir wenigstens mit ihr über den Berg. Es lebt. Geleistet hat, könnt ihr gar nicht verstehen. Wenn nichts dazwischen kommt, ich meine keine Komplikationen, werden beide durchkommen. Freund Doktor, ihr habt von nichts gewusst? Niemand hat etwas gewusst. Wird's durchkommen? Und das Kind auch? Ja, ich hoffe. Danke. Ich stehe zu ihr und zum Kind. Ist gut. Bleiben Sie hier. Wenn Sie aus der Narkose aufwacht, wird es gut sein, wenn Sie da sind. Herein. Thank you.
Ja, der Bürgermeister hält schon seine Rede. Dann haben Sie gegessen. Das kommt erst. Da bin ich doch nicht zu spät. Von dem Tag an, wo die Fräulein Doktor zu uns gekommen ist, hat sich in Kürzlingen viel zum Vorteil verändert. Manche Leute sind gesünder geworden, weil sie gesünder leben, nach den Vorschriften von der Fräulein Doktor. Wenn ich mich auch persönlich nicht daran gewöhnen kann, dass unser Oppositionsführer Zipphauser bei Föhn freiwillig am Kopf steht. Aber es handelt sich da bei ihm um keinen wesentlichen Körperteil. Also ich frage die Anwesenden, ob es ein Wunder ist, wenn wir Männer von der Opposition manchmal Kopf stehen. Jedenfalls hat das Fräulein Doktor viel Gutes getan für uns alle. Sehr richtig. Sie hat die Mutter vom Hannerl wieder gesund gemacht und dass sie meinem Kind und meinem Enkel das Leben gerettet hat, das sei ihr gedankt, solange wir leben. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass sie hier bei uns geblieben ist, trotzdem sich manche von uns ihr gegenüber recht kindisch und rückständig benommen haben. Ja, ich weiß, ich vor allem. Wir haben damals alle miteinander nicht begriffen, dass es darauf ankommt, dass man Vertrauen haben muss. Und da muss ich noch was sagen, aber das hört's nicht gern. Die Fräulein Doktor hat ein großes Angebot bekommen von einer feinen Genik. Und was soll ich euch sagen, Leute? Sie hat sich entschlossen, hier zu bleiben als unser Fräulein Doktor. Dankeschön. Ich möchte nur sagen, ich bleibe da, weil ich das Gefühl habe, dass ich hierher gehöre. Das wär's. Und der Doktor heiratet sie. Wir haben gar nichts gehört. Hat auch gar keiner erwartet. Also die Hauptsache ist, dass wir jetzt und heute alle glücklich und zufrieden sind. Ich nicht. Das vergesse ich Ihnen nie, dass ich jetzt wegen Ihnen rheinisches Blut in meinen Adern habe. Du Jeck! Du feierst ja ganz schön. Freilich. Siehst, das hätte ich alles nimmer saufen können, wenn die Doktorin nicht gewesen wäre. Die hat mich neu geboren. Das ist aber nett. Danke. Bitte, und dann kriegst du noch die Mark. So? Weil du meine Mami gesund gemacht hast. Dankeschön. Musik.